knapp 24 Stunden sind vergangen, ist das, was da gestern in der MDCC-Arena passiert ist, schon im Kopf angekommen? Nein, definitiv nicht. Also ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern, weil es alles viel zu schnell ging. Man wusste, man hat etwas Großes erreicht, das haben die Leute mit ihrer Freude ausgedrückt, aber so richtig ein selbst ist es jetzt momentan noch nicht bewusst. Viel ist auch schon über deinen Abschied nach der Saison erzählt worden. Kommt man da vielleicht ins Grübeln, wenn man weiß, nächstes Jahr spielt der FCM in der zweiten Liga und man ist nicht mehr auf dem Feld dabei? Es war immer mein Traum, in der zweiten Liga aktiv zu sein, aber ich denke, wenn ich mir irgendwann mal erträumen lassen hätte, dass ich mit dem Club in die zweite Liga aufsteigen kann und damit meinen persönlichen Abschluss finde, dann ist es, denke ich mal, gibt es für mich nichts Schöneres, als dann zu sagen, Dankeschön, wir haben was Großartiges erreicht und ich glaube, das gleicht es irgendwo aus. Herzlichen Dank und nochmal herzlichen Glückwunsch zum Aufstieg. Vielen, vielen Dank, Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Herr Fechner. 24 knapp 24 Stunden nach dem Aufstieg des FCM. Hat man das schon verkraftet? Also, das kann man so schnell nicht verkraften. Da werden sehr viele Emotionen frei. Die muss man erstmal auch aus sich rauslassen. Ja, da kommen Freudetränen. Da ist vieles, was man erstmal verinnerlichen muss. Und ich glaube, wir werden uns noch sehr lange freuen. Dankeschön.